Naturereignis. Wüten der Elemente. Eine offensichtliche Zuchtroute wird für die Menschen das kommende Naturereignis sein. Denn es wird jeglichen Weltgenuss unmöglich machen, jegliche Freuden stören und jegliche Hoffnung auf Besserung den Menschen nehmen. Und viele, die sich gläubig nennen, werden sich abwenden von mir, weil ich ihnen alles nehme, um ihrer selbst willen. Wer meine züchtende und erziehende Hand darin erkennt, der wird sich ergeben fügen und mich demütig um Erbarmen bitten. Wer aber der Welt und ihren Reizen noch zu sehr verfallen ist, der bäumt sich auf und empört sich wider mich. Er verlässet mich und wendet sich meinem Gegner zu, der ihm wieder weltlichen Genuss verspricht und ihn dadurch für sich gewinnt. Und es werden die Elemente erbarmungslos wüten und einen unermesslichen Schaden anrichten, wo sie sich äußern werden. Es wird ein großes Elend sein. Es wird ein überaus harter Daseinskampf einsetzen, der nur mit meiner Hilfe durchgeführt und bestanden werden kann. Und ich werde mitten unter den Meinen sein und ihnen Kraft geben, standzuhalten. Ich werde ihren Glauben stärken, ihren Geist erleuchten und ihre Gedanken lenken in das geistige Reich. Die Not wird groß sein und fast unerträglich erscheinen für alle, die davon betroffen sind. Und das ist mein Erziehungsmittel, dass sie sich besinnen, an mich denken und durch diese gedankliche Verbindung Kraft beziehen von mir. Ich habe dies vorausgesagt und immer wieder darauf hingewiesen und finde doch keinen Glauben. Und ob auch die Menschen mein Wort annehmen, so sind sie doch nicht von der Wahrheit dieser Voraussagen überzeugt. Und sie werden überrascht sein, so mein Wort sich erfüllet. Doch auch dieser Schwachgläubigen wegen wird sich das Naturgeschehen abspielen, weil ihr Glaube erstarken soll, weil den Zweiflern geholfen werden soll, weil sie das Unrecht ihres Zweifels erkennen und desto eifriger Anhänger meiner Lehre werden sollen. Ich kenne die Meinen, ich kenne die Schwachen und ich kenne die Abtrünnigen und alle suche ich zu gewinnen, alle sollen überzeugten Glaubens werden. Ich suche auch eifrige Vertreter meiner Lehre. Und wo ich starkgläubige Menschen finde, dort gebe ich mich so offensichtlich zu erkennen, dass sie sich mir schrankenlos hingeben und eine immerwährende geistige Vereinigung stattfindet, die das tönende Wort zur Folge hat. Wer mich also tönend vernehmen will, der muss um starken Glauben ringen und also auch voll überzeugt jedes Wort von mir annehmen. Er muss glauben, dass ich selbst zu ihm rede und dass ich nichts anderes als die Wahrheit vermitteln kann. Und dass ich selbst es bin, der zu ihm redet. Das wird er stets annehmen können, solange die Liebe gepredigt wird, was in meinem Wort unstreitbar der Fall ist. Allen denen will ich verhelfen zu starkem Glauben durch das kommende Naturereignis. Dann aber werde ich viele Menschen gewinnen für mich, denn die Saat wird auf fruchtbaren Boden fallen. Sie wird aufgehen, wachsen und gedeihen und gute Frucht tragen und alle, die noch zweifeln, aber nicht unwillig sind zu glauben, werden es mir danken, dass ich sie von den Zweifeln befreit habe und mit großem Eifer für die Verbreitung meiner Lehre eintreten. Amen.